In den nächsten Minuten werde ich dir erzählen, was du beachten solltest, wenn du wirklich schnell deinen Bauch flach bekommen möchtest, wenn du wirklich Bauchfett verbrennen möchtest. Also bleib unbedingt bis zum Schluss dran und viel Spaß mit diesem Video. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und heute soll es mal um das Thema Bauchfett gehen. Ganz viele Leute da draußen haben immer wieder, insbesondere in der Bauchregion, ihre Probleme, dieses überschüssige Fett loszuwerden. Und insbesondere so am Unterbauch sammelt es sich ganz, ganz hartnäckig und es ist einfach unheimlich schwer, dort wirklich mal einen flachen Bauch reinzubekommen und dieses Fett einfach mal zu verbrennen. Deshalb möchte ich dir jetzt mal ein paar ganz wichtige Tipps mitgeben, die du unbedingt befolgen solltest, wenn du diesen Bauch wirklich mal endgültig richtig flach bekommen möchtest. Also, was kannst du jetzt an dieser Stelle tun? Die meisten Leute denken, sie müssen jetzt ganz viel Sport treiben, sie müssen jetzt vor allem Sit-Ups machen, um eben dieses Fett hier angreifen zu können und um eben den Bauch flach zu bekommen. Aber der allererste ganz, ganz große Fehler ist, wenn du einen Bauch hast und wenn du den Bauch flach bekommen möchtest, wenn du Bauchfett verbrennen möchtest, Sit-Ups zu machen. Die Sit-Ups helfen dir kein Stück weiter, wenn du einen flachen Bauch haben möchtest. Ganz im Gegenteil. Was passiert denn, wenn du deine Bauchmuskulatur trainierst? In erster Linie stärkst du sie, aber du willst ja Fett verbrennen. Und das Problem ist, wenn dein Bauch zu groß ist und du einfach Fetteinlagerungen am Bauch hast und vielleicht auch am Rest des Körpers, dann zeugt das erstmal davon, dass du in den letzten Monaten und Jahren in einem Kalorienüberschuss warst. Das heißt, du hast einfach zu viel gegessen oder dich zu wenig bewegt oder eben beides in Kombination und hast deshalb einfach mehr Energie zugeführt, als dein Körper tatsächlich über den Tag benötigt hat. Und das, was er nicht benötigt hat, hat er eben eingespeichert, vorzugsweise eben am Bauch. Das heißt, offensichtlich bist du schon mal nicht in einem Kaloriendefizit und das ist allerdings notwendig, wenn du Fett verbrennen möchtest. So, das heißt, wenn du jetzt hergehst und deine Ernährung nicht veränderst und anfängst Sit-Ups zu machen, denkst du vielleicht, du verbrennst dadurch Kalorien, und das machst du sicherlich auch in gewissem Maße, aber vor allem trainierst du eben deine Bauchmuskulatur und die wird durch das Muskelwachstum tendenziell sogar größer. Das heißt, du hast eher den gegenteiligen Effekt. Wenn dein Bauch kleiner werden soll, musst du in allererster Linie Fett verbrennen und du verbrennst kein Fett durch Sit-Ups. Du verbrennst Fett ausschließlich durch ein Kaloriendefizit. Und jetzt stell dir vor, du machst vielleicht 10, 15, 20 Sit-Ups jeden Tag. Das verbrennt vielleicht 50, maximal 100 Kilokalorien. Mehr ist das nicht. Und wenn du jetzt über den Tag einen Snickers isst, hast du schon 300 Kilokalorien gegessen. Du siehst also, das hat überhaupt keinen Stellenwert. Du trainierst die Bauchmuskulatur im schlimmsten Fall in einem Kalorienüberschuss. Das heißt, du regst sie zum Wachstum an. Dein Fett kann aber nicht verschwinden und dein Bauch wird tendenziell sogar wachsen. Und das ist ja das allerletzte, was du willst. Das, was du willst, ist das Fett verbrennen. Natürlich ist es gut, Sport zu machen, aber du solltest den richtigen Sport machen und du solltest vor allem erstmal auf das Kaloriendefizit achten. Das ist das, was dich wirklich weiterbringt, wenn der Bauch flach werden soll. Deshalb nehmt ihr das jetzt hier als allerersten ganz, ganz wichtigen Tipp schon mal mit. Sit-Ups verbrennen kein Bauchfett. Es ist absolut unmöglich, gezielt und punktuell Fett zu verbrennen. Nur weil du deinen Bauch trainierst, verbrennst du nicht am Bauch Fett. Du kannst nur deinen gesamten Körper in ein Kaloriendefizit bringen und dein Körper nimmt es sich dann auch nur dort weg, wo er es am ehesten verschmerzen kann. Und das kannst du nicht steuern. Du kannst deinem Körper nicht sagen, ich möchte jetzt am Bauch abnehmen oder ich möchte jetzt hier am Trizeps abnehmen oder ich möchte jetzt am Rücken abnehmen oder ich möchte jetzt an den Beinen abnehmen. Das ist absolut unmöglich zu steuern. Das Einzige, was du steuern kannst, ist das Kaloriendefizit und dass dein Körper eben überhaupt erstmal Fett verbrennt. Und wenn du im Kaloriendefizit bist, dann kannst du natürlich auch Sport machen und dann sollst du auch Sport machen. Ich möchte dir damit natürlich jetzt hier nicht vom Sport abraten. Sport unterstützt deinen ganzen Abnehmprozess natürlich. Aber er ist einfach nicht die größte Stellschraube. Deshalb achte vor allem auf deine Ernährung. Achte mal darauf, was isst du eigentlich über den Tag? Wie viele Kalorien nimmst du eigentlich über den Tag zu dir? Und dann kannst du dort optimieren. Und das heißt jetzt auch nicht, dass du viel, viel weniger essen sollst, sodass du Lebensmittel rausstreichen sollst, sondern du kannst einfach erstmal anfangen, clever zu tauschen. Fang mal an, Lebensmittel einfach auszutauschen. Schau dir ganz einfach mal an, was du so isst und wie viel Kalorien das hat. Und dann kannst du oftmals auch ganz einfach nur Lebensmittel austauschen und in Summe, in Volumen immer noch genauso viel essen. Du nimmst aber einfach unterm Strich weniger Kalorien zu dir. Wenn du beim Abendbrot jetzt einfach deinen Teller Nudeln durch einen Teller Kartoffeln austauschst, hast du automatisch
bei derselben Nahrungsmenge die Hälfte an Kalorien zu dir genommen. Wenn du einfach nur dein Pesto durch eine Tomatensauce ersetzt, hast du automatisch ein Zehntel der Kalorien zu dir genommen. Es gibt so unzählig viele Möglichkeiten, Lebensmittel einfach nur auszutauschen und dadurch Kalorien einzusparen, ohne dass du weniger essen musst. Und das ist einfach viel, viel smarter und cleverer, als jeden Tag Sport zu machen. Denn da ist der Hebel viel, viel größer. Weil essen musst du sowieso. Das heißt, wenn du dort jede Mahlzeit darauf achtest und dort ein bisschen einsparst, dann hast du einfach einen viel, viel größeren Rahmen, aus dem du schöpfen kannst und den du optimieren kannst, als dass du eben jetzt jeden Tag hergehst und dich zum Sport quälst. Und wenn du da dein Augenmerk darauf legst und das wirklich jetzt mal kontinuierlich Woche für Woche, Monat für Monat umsetzt, dann wirst du Fortschritte machen und dann wird auch der Bauch kleiner werden. Und dann kannst du auch diese letzte ganz, ganz hartnäckige Rolle am Unterbauch wegbekommen, indem du wirklich einfach in diesem Kaloriendefizit bleibst und den Sport sinnvoll ergänzt. Und um das jetzt wirklich mal langfristig und richtig hinzubekommen, empfehle ich dir an allererster Stelle, ermittle erstmal wirklich deinen Kalorienbedarf. Hör auf irgendwelche Apps oder irgendwelche Online-Rechner oder Ratschläge zu hören, sondern check einfach wirklich erstmal, was braucht dein Körper? Wie viele Schritte gehst du am Tag? Welche Arbeit gehst du nach? Wie schnell arbeitet dein Stoffwechsel? Das sind alles ganz, ganz individuelle Faktoren, die dir keine Maschine auf dieser Welt sagen kann. Und auch kein Online-Beitrag oder irgendein Artikel. Sondern das musst du mit dir und deinem Körper erstmal ausmachen. Das musst du erstmal anhand deines Alltags, deines Stoffwechsels und deines Körpers richtig ermitteln. Und wenn du den Kalorienbedarf hast, dann kannst du das Defizit herstellen. Dann kannst du in ein moderates Kaloriendefizit gehen, kannst schauen, welche Lebensmittel kann ich wie optimieren, wo kann ich vielleicht einfach ein paar Kalorien einsparen, ohne dass ich weniger essen muss, sondern einfach indem ich das Lebensmittel tausche, weil das Lebensmittel, was ich jetzt reinnehme, einfach eine geringere Kaloriendichte hat, wie das Beispiel mit den Nudeln und den Kartoffeln. Und dann fang an, gezielt und sinnvoll Sport zu machen. Nicht jeden Tag, nicht nur Bauchworkouts, denn nochmal, du kannst nicht punktuell Fett verbrennen. Das heißt, wenn du deinen Bauch trainierst, geht deshalb nicht das Bauchfett weg, sondern es regelt einfach nur die Kalorienmenge. Und deshalb macht es einfach viel, viel mehr Sinn, einen Sport zu machen, der dir Spaß macht in erster Linie, damit du es eben lang durchhältst. Und in zweiter Linie einfach generell viele Kalorien verbrennt. Und Sit-Ups verbrennen einfach nicht viel Kalorien, weil dein Bauchmuskel nicht der größte an deinem ganzen Körper ist. Wenn du jetzt eine halbe Stunde schwimmen gehst oder wenn du intensiv joggen gehst, dann wirst du merken, das ist viel, 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 viel anstrengender als 20 Sit-Ups zu machen. Und dann hast du einen viel größeren Win daraus, weil du einfach generell in dieser Zeit viel mehr Kalorien verbrennst. Und dann wird dadurch der Bauch deutlich kleiner werden. Und wenn du da einfach mal dran bleibst und das jetzt wirklich mal über Wochen und Monate umsetzt, verspreche ich dir, wird der Bauch flacher werden. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, wenn du genauere Anleitungen brauchst, wenn du nicht genau weißt, wie du es jetzt angehen sollst, dann melde dich auch gern bei mir. Geh auf meine Website unter www.steude-sebastian.de. Dort kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir eintragen und dann können wir das auch mal 1:1 persönlich besprechen. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du bis hier mit dabei warst. Abonniere auch sehr gern den Kanal, wenn dir das Video jetzt hier weitergeholfen hat und wenn du weitere Tipps wie diese hier künftig erhalten möchtest. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg, viel Spaß beim Abnehmen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, dein Sebastian. Mach's gut.